Hi, hier ist Beat von Schmutzki. Hi Beat, grüß dich. Hi. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sitzen mitten in der Königsstraße. Mhm. Das ist ein Ort, der sehr gut zu euch passt, weil ihr seid eine Band, ihr macht Punkrock. Kann man das sagen? Ja, es ist schon irgendwie Punkrock. Und es ist laut und schnell und irgendwie rotzig und es ist schon Punkrock. Also wenn du dich auch fragst, welchen Sinn dein Leben hat, dann kenne ich keine Antwort, aber die beste war der Start. Und deswegen finde ich, passt die Königsstraße ganz gut. Hier passiert was, hier ist Leben. Hier ist Leben, ja, auch, stimmt. Ne? Und ihr wohnt ja auch alle mitten in Stuttgart, diese drei Jungs. Nicht gebürtig aus Stuttgart, aber jetzt schon sehr lange in Stuttgart und wohnen alle. Nee, stimmt nicht. Danny wohnt in Degerloch. Aber Flo und ich wohnen recht nah in der Stadt. Okay, sehr schön. Ich würde gerne von dir wissen, was waren 2018 deine schönsten 30 Minuten? Am Stück. Am Stück. Ja, jetzt vielleicht willst du hinaus auf die 30 Minuten auf dem Cannstatter Wasen mit den Toten Hosen. Dann waren es natürlich die. Ihr wart tatsächlich die Vorband auf dem Cannstatter Wasen jetzt im Sommer, ja, bei den Toten Hosen. Die Bilder sehen wir jetzt auch parallel, während wir reden. Hast du nicht tierisch Angst gehabt vor diesem Auftritt? Naja, also nicht Angst, sondern aber ich war einfach irgendwie schon sehr nervös und aufgeregt. Ich habe auf jeden Fall im zweiten Song, glaube ich, gleich den Text vergessen. Es wurde dann gut drüber weggegrinst. Okay. So. Ging schon. Und wie sind die Toten Hosen, wenn man so als Vorband spielt? Sind die cool mit euch? Oder? Ja, die sind schon echt super. Und auch so diese ganze Crew von denen. Also das ist wie so eine, schon echt wie so eine große Family irgendwie. Und da ist so, da gibt es jetzt nicht so, oh, hier ist so der Boss und alle anderen werden so mit Füßen getreten, sondern es ist schon so echt so eine Gang und so ein Team irgendwie so. Kannst du dein Gefühl beschreiben, was das für ein Gefühl war, wenn man vor so vielen Menschen spielt? Ja, ist schon so Glück. Klingt so kitschig, aber ist schon so, ich war schon glücklich, dass ich da stehen kann. Ja? Sehr schön. Bist du handwerklich begabt? Strickst du, häkelst du? Kannst du irgendwas? Also stricken und häkeln kann ich nicht, aber ich glaube sonst so, naja, so ein bisschen Pfuscher bin ich schon. Dann würde ich sagen, schalten wir zu den Profis. Und zwar waren wir auf der Handmade Love in Ludwigsburg. Das sind Menschen, die können ganz kreative, tolle Sachen herstellen. Und was die gemacht haben und wie es da so abgeht, sehen Sie jetzt. So, herzlich willkommen. Viel Spaß. Ja, immer noch aufgeregt, aber ich bin froh, dass es der Aufbau super geklappt hat, dass ja keine Pannen gab. Jetzt kann es losgehen. Mal gucken, was das Wochenende so bringt. Okay, gehen wir mal hoch. Sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Vielleicht ist das eines der Erfolgsgeheimnisse der Handmade Love. Und sie liebt Handgemachtes. Deshalb hat Katrin Hagen diesen Designmarkt ins Leben gerufen. Als Chefin ist sie sich nicht zu schade, bis zum Schluss selbst mit anzupacken. Die kommen. Wie viel Stress ist es selbst noch am Tag der Handmade-Lag? Also Aufbau ist schon noch mal ganz schön stressig, ob alles passt, ob die Stände richtig eingeteilt sind, ob wirklich ja, alle Aussteller reinpassen. Man weiß ja doch nie, was passiert. Dann fallen Stände aus. Also ja. Bis dann offen ist, dann kann man mal durchatmen erstmal. Ja. Für Katrin ist es wichtig, dass viele verschiedene Sachen angeboten werden, so dass es fürs Publikum abwechslungsreich ist. Das sind schöne alte Scheinwerfer, originale Auto- und Fahrzeugscheinwerfer aus den 20er bis 60er Jahren. Ja, das ist einfach ein schöner Hingucker. Hier gibt es ganz viel für die Kinderküche und den Kindereinkaufsladen oder einfach nur zur Dekoration. Das Schöne an Ihrem Stand ist ja, es ist Anfassen erwünscht, gell? Warum? Genau, weil Materialien, die man trägt, wie Wolle zum Beispiel oder so, muss man einfach anprobieren und anfassen, ob es kratzt oder ob es angenehm ist. Und meine Sachen sind vorwiegend angenehm und deswegen soll man das auch fühlen. Sie wird übrigens tatkräftig von der ganzen Familie unterstützt. Während sie sich drinnen um die Aussteller kümmert, ist zum Beispiel ihr Papa dafür zuständig, die Parksituation draußen zu koordinieren. Ja, drin ist gerade der Stress und hier ist jetzt schon die Ruhe eingekehrt, oder wie? Gott sei Dank, wir haben fast alle Autos drin, alle Aussteller sind da. Ich hoffe, dass es einen wunderschönen Tag gibt und die Ausstellung richtig funktioniert. Ist man da stolz als Papa, wenn die Tochter sowas auf die Beine stellt? Ja, selbstverständlich. Darum hilft man auch in der Familie relativ stark mit, weil sonst geht sowas gar nicht, weil es ist doch relativ großer Aufwand. Ich glaube, jetzt kommt doch noch ein Auto, was Sie rauslassen müssen, gell?
Ja, ein Auto muss jetzt raus. Ja, und während der Papa das letzte Auto rauslotst, sind die ersten Besucher schon am Stöbern. Warum seid ihr heute hier? Weil wir mal wieder was zusammen machen wollten und wir es gesehen haben bei Facebook und dann haben wir beschlossen, hierher zu gehen. Und immer auf der Suche nach irgendwelchen schönen Sachen sind. Weil unsere Tochter her hat wollen. Und weil ich auch, ich gehe schon gern mit auf solche Kunstmarkt und so, da bin ich schon auch immer dabei. Und an dieser Stelle kann ich Ihnen verraten, ich habe nach dem Dreh auch noch zugeschlagen. Ich habe mir eine Handtasche gekauft, einen Schal, selbstgemachtes Pesto. Naja, und die Liste würde jetzt hier tatsächlich zu weit führen. Ich kann nur sagen, mein Fazit, ein super tolles Event, in dem ganz viel Arbeit und vor allem ganz, ganz viel Liebe steckt. Die nächste Handmade Love ist dann übrigens am 3. und 4. November in Schwetzingen. Sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Und bei dir, Bert, war auch ein ganz besonderer Termin bei eurer Band Schmutzki. Und zwar ist euer Album rausgekommen. Genau. Am 14.09. Richtig. Mehr Rotz als Verstand. Ja, mehr Rotz. Heißt das Album? Was heißt das? Naja, hier im Schwabenland ist... ist ja Rotz eigentlich auch so ein bisschen ein Synonym für Glück. Boah, Glück gehabt, sag mal, boah, Rotz gehabt. So. Und dann war eigentlich so dieser Gedanke, hey, wir hatten eigentlich schon mehr Glück als Verstand, weil wir haben es einfach wirklich so, ohne jetzt dieses Ziel, oh, wir wollen unbedingt ganz groß raus, haben wir einfach gemacht und dann irgendwie wirklich, muss man sagen, zur richtigen Zeit an den richtigen Orten gewesen und die richtigen Leute getroffen. Irgendwie so. Ich meine, auf der anderen Seite ist so das Wort Rotz und Schmutzki und irgendwie so die Musik und wie das so klingt, so, das passt schon auch ganz gut zusammen. Halt irgendwie. Das passt mega gut zusammen. Ja. Wir gehen jetzt ganz kurz ab in die Werbung Ja. Und sprechen gleich über das Thema Liebe. Bist du da dabei? Auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Dann bis gleich. So, für mich ja persönlich eines der wichtigsten Dinge im Leben ist die Liebe, weil ich glaube, ohne die wird gar nichts funktionieren. Auf keinen Fall. Sind wir da einer Meinung? Da sind wir einer Meinung. Jetzt möchte ich mit dir über die Liebe zu Stuttgart reden. Ist das Liebe? Ich komme aus Konstanz und da war halt schon, irgendwie war Stuttgart schon auch so die nächste größere Ort, wo irgendwie so was los war. Irgendwie so, man ist halt oft so zum Einkaufen halt mit Baden-Württemberg-Ticket halt morgens in Zug nach Stuttgart irgendwie. Dann halt hier einen Tag lang über die Königstraße oder die Parallelstraßen irgendwie gezogen und immer gehofft, da vielleicht treffen wir einen von Freundeskreis oder irgendwie so, weil die sind ja auch aus Stuttgart und die laufen da sicher die ganze Zeit irgendwo rum. Natürlich nie irgendjemand Berühmtes getroffen. Aber das war schon, deswegen hatte Stuttgart auch schon so ein bisschen so, auch als wir Kiddies waren, irgendwie schon so ein, ja, war irgendwie immer auf dem Radar irgendwie so. Dann sind euch eure Fans ganz, ganz arg wichtig und ihr habt eine ganz eingeschworene Fangemeinde. Würdest du da auch zur Liebe, zu den Fans sprechen oder geht das ein Tick zu weit? Ob ich jetzt Liebe zu jedem einzelnen Fan empfinde oder spüre, so, weiß nicht, so auf dieser, auf der Ebene trifft man sich ja eigentlich auch selten so. Aber Liebe zu diesem Phänomen, dass da echt Leute sind, so die, es gibt Leute, die kommen auf jedes Konzert von uns so und sind einfach immer da. Letzte Frage zum Thema Liebe. Ich lasse es jetzt mal offen. Was liebst du noch so spontan? Was fällt dir ein zum Thema Liebe? Naja, es gibt drei große Lieben in meinem Leben. Das ist meine Freundin, meine Family und halt meine Band so. In der Reihenfolge? Eigentlich auch in der Reihenfolge, ja. Super. Wir schalten in meinen nächsten Beitrag. Wir waren auf einem Musical, auf einer Premiere. Ist Musical so dein Ding oder bist du da völlig raus? Bin ich ziemlich raus. Okay. Aber Sie sind jetzt drin, weil Sie sind jetzt mitten live dabei. Es ist die Premiere von dem Musical Annie. Das ist die Geschichte über ein junges Waisenmädchen auf der Suche nach ihren Eltern. Und wie es sich für eine Erstaufführung gehört, wird natürlich der rote Teppich für die geladenen Gäste ausgerollt. Wir freuen uns auch, wenn jeder sich fotografieren lässt, weil das sind Eindrücke natürlich, ja, die bleiben sind. Es ist unser erstes Stück und da wollen wir jeden dabei haben und auch festhalten. Genauer gesagt ist es das erste Stück von der Stuttgarter Off-Broadway Theatre Company. Das ist ein Musical-Startup, das extra neu gegründet worden ist. Es macht sich zur Aufgabe, Kinder und Jugendliche auf professionelle Art und Weise zu befähigen, in Musiktheatern mitwirken zu können. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit bei diesem Musical. Bommi, wie findest du das Witzemann als neuen Austragungsort mal für ein Musical? Die wollen das ja versuchen zu etablieren.
Ich kenne es nur hier als Austragungsort oder als Veranstaltungsort für Independent Music. Und ich war drinnen, ich war total begeistert, was man daraus gemacht hat. Ja, und während sich das Wietzemann immer mehr füllt, wird sich Backstage nochmal konzentriert und warm gesungen. Wie aufgeregt bist du? Ziemlich aufgeregt. Ja? Ja. Wie macht sich das, wie äußert sich das? Ich zitter die ganze Zeit. Alle sind nervös, aber nicht nur das, wie mir der Regisseur des Musicals verrät. Wir sind alle wahnsinnig müde, weil es eine sehr anstrengende und auch zum Teil sehr schwierige Produktionszeit war. Aber ich bin sehr stolz auf alle, weil sie zusammengerückt sind und wir es zusammen geschafft haben. Und entsprechend sind wir gerade aufgeregt, weil wir jetzt raus wollen. Wir wollen es jetzt zeigen. Im Zuschauerraum haben ungefähr 700 Gäste Platz. Und die Gründe, heute Abend dabei zu sein, sind sehr verschieden. Weil meine Kinder als Kinder Annie morgens, mittags, abends, nachts rund um die Uhr täglich geguckt haben. Und meine Tochter hat mir das geschenkt als Erinnerung an ihre Kinder. Sehr schön. Ja, dann ganz viel Spaß beim Erinnern. Dankeschön. Ja, und das Coole ist, man trifft wirklich auch wieder bekannte Gesichter, Jenny Masala und Yahya Salman da. Hi, warum seid ihr heute da? Also in erster Linie, weil wir Stuttgarter sind und weil dieses Musical, das eigentlich eher so in Amerika in den letzten 20 Jahren bekannt war, jetzt zum allerersten Mal in Deutschland, in Deutschland ist. Und das interessiert mich natürlich. Ja, Herr, du? Ja, ich habe von der Story schon mal gehört. Und ich finde halt, ich habe einen Film nicht gesehen oder ein Musical noch nicht gesehen. Von daher ist es halt spannend, hier zu sein und das alles live zu erleben. Ja. Ja, wahrscheinlich hören Sie es. Wir können mal kurz reinlinsen. Es ist gerade losgegangen. Wir dürfen Ihnen leider keine Bilder zeigen, aber es ist auch kein Problem, weil Sie gehen einfach in das Musical. Es werden um die 70 Shows gespielt und ich glaube, es lohnt sich total. Die sind alle furchtbar nett und der Applaus, man hört es, es muss einfach gut sein. Bert, wir sind am Ende. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, für deine offenen Worte. Danke dir. Und meine Sendung endet immer mit zwei Veranstaltungstipps. Mhm. Und deinen darfst du jetzt bitte direkt in die Kamera sagen. Am 22.03.2019 spielen wir unser bis dato größtes eigenes Konzert im LKA in Stuttgart. Wird geil. Und jetzt spielen wir nochmal in Stuttgart, schon auf der Herbsttour, und zwar am 10.11. im Universum. War sehr schnell ausverkauft, das Konzert, aber wir machen noch zwei Gästelisteplätze locker. Meldet euch bei Regio TV. Ja. Wird geil. Ja, sehr cool. Also vielen Dank dafür. Und mein Tipp ist, im Kunstmuseum gibt es eine neue Ausstellung. Ekstase heißt das Ganze. Da geht es rund ums Thema Ekstase. Sehr spannend, sehr viel zu erleben für Körper und Geist. Bert, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß bei der Tour. Die geht jetzt los in Leipzig. Ja. Startet ihr. Guten Tourauftakt. Danke. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss. Tschüss.